Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus zu einer weiteren Folge der Friday Gaming News Recap. Heute ausnahmsweise mal am Sonntag, aber dafür mit absoluten Top-Themen wie etwa Fallout 4 endlich angekündigt. Bekommen wir Dark Souls 3 auf der E3 2015 zu sehen? Endlich wurde die Nathan Drake Ultimate Edition von Uncharted für die PS4 angekündigt und natürlich noch vieles mehr. Also dranbleiben und einschalten. Denn heute gilt das Motto: geil, geiler, supergeil. Nach jahrelangen Warten war es dann in dieser Woche endlich soweit. Bethesda Softworks bzw. Bethesda Game Studios setzte eine Seite ins Leben, auf der ein mysteriöser Countdown zu sehen war. Der war allerdings schon im Fallout-Design, erinnerte an Fallout und hatte natürlich auch die Adresse bethsoft.fallout.com, worauf dann viele darauf geschlossen haben, dass es sich hierbei um Countdown für Fallout handelt. Und tatsächlich, der Countdown ist diese Woche abgelaufen und wir haben es wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Fallout 4 wurde angekündigt. Überraschenderweise gab es einen 3 Minuten Ingame-Trailer zu sehen. Jetzt bringt das in der Community ein bisschen, na, es kommt zu einer kleinen Spaltung. Die einen sagen, ey, Uncharted 4, ey, und hypen das Ding einfach. Und die anderen sagen, ey, das, was ich da gerade gesehen habe, das sah jetzt eigentlich nicht so toll aus von der Grafik. Es ist definitiv Ingame-Grafik und was sagt ihr zu der ganzen Sache? Gefällt euch die Grafik von Fallout 4 oder sagt ihr, ey, erstmal abwarten, was geschieht? Auf jeden Fall können wir auf der E3 2015, welche ja jetzt demnächst ist, mit Gameplay von Fallout 4 rechnen, mit wesentlich längeren Gameplay. Und vielleicht können wir uns da nochmal einen Eindruck von der ganzen Geschichte machen. Link zum Fallout Announcement Trailer findet ihr in der Videobeschreibung. Und als wäre die Fallout 4 Ankündigung nicht schon genug? Nein, da kommt noch eine Dark Souls Meldung hinterher. Denn laut Gerüchten soll Dark Souls 3 auf der E3 2015 angekündigt werden. Video Games 24/7 beruft sich dabei auf eine anonyme Quelle, die wohl guten Kontakt zu den Entwicklern From Software hat, zu den Entwicklerstudio From Software. Und laut derselbigen Quelle soll dieses Projekt wieder vom guten Herr Mikami geleitet werden, der eben auch schon Director bei Demon's Souls, Dark Souls und Bloodborne war. Dark Souls 2, da war er nicht, beziehungsweise er hatte nur so eine, naja, er war sozusagen der Aufseher. Er hat geschaut, dass das alles so ein bisschen, er war aber nicht großartig an der Entwicklung beteiligt, da er eben als Game Director bei Bloodborne involviert war, war das ein bisschen schwer und viele führen darauf zurück, dass Dark Souls deswegen nicht so gut ist wie, dass Dark Souls 2 nicht so gut ist wie der Vorgänger und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, laut den Gerüchten soll Mikami an Dark Souls 3 beteiligt sein und die Quelle behauptet auch, dass Dark Souls 3 auf der Pressekonferenz von Sony angekündigt werden sollte. Aber es gibt einen Leak, es gab jetzt, genau gesagt, gestern einen Leak zu Dark Souls 3. Und zwar hat der YouTube-Kanal The No scheinbar Informationen zu Dark Souls 3 bekommen, ist an Informationen gekommen, konnte diese leaken. Und wie es aussieht, es sind Screenshots dabei, deswegen ist es auch sehr glaubhaft. Es sind offizielle Screenshots. Nicht offiziell. Es sind Screenshots dabei und demnach soll Dark Souls 3 für die PlayStation 4 und Xbox One im Jahr 2016 erscheinen. Ein Release für PC könnte passieren, ist aber eher, naja, es ist momentan noch nicht geplant und zahlreiche weitere Informationen, zum Beispiel, dass man durch Opferrituale wieder in die Welt von anderen Spielern kann, dass die Bosse neue Head-Up-Fertigkeiten haben, mit denen sie sich so ein bisschen verstärken können, sozusagen Boost, und dass es neue Angriffe gibt mit dem Schwert. Also eine ganze Menge. Ich werde euch den Kanal, beziehungsweise das Video,
ich werde euch das Video von Dino verlinken und dann könnt ihr mal gucken. Und, Dark Souls 3 confirmed. Jetzt brauche ich nur noch Half-Life 3. Diese Informationen sind jedoch noch mit Vorsicht zu genießen, denn in der Vergangenheit behauptete derselbe YouTube-Kanal Dino auch, dass Microsoft sich mit oder in Verhandlungen mit Konami um die Silent Hills Marke befindet, und kurz darauf stellte sich raus, nee, ist nicht so. Also es könnten auch relativ gute Fakes sein, das Ganze. Schaut euch einfach mal an, das Video von Dino. Ist unten in den Kommentaren. Ja, die Ernüchterung war groß bei den Freunden von Uncharted, beziehungsweise der Uncharted-Reihe, als es hieß, Uncharted 4 kommt erst im Jahr 2016. Da hat man sich bei Sony aber was einfallen lassen, und zwar etwas, was man schon ziemlich oft getan hat in letzter Zeit. Und was, ja, es ist nicht die einzige Remastered-Edition. Denn Uncharted wird tatsächlich in einer Remastered-Collection auf der E3 nochmal gezeigt. Da wird es neue Infos zu geben, Gameplay-Material wahrscheinlich auch. Und es wurde angekündigt für den Oktober. Da erscheint die Remastered-Edition von Uncharted. Und zwar umfasst diese Edition die Einzelspieler-Kampagnen. Also vom Multiplayer war erst gar keine Rede. Die Einzelspieler-Kampagnen von Uncharted 1, 2 und 3. Also von den drei Teilen halt. Und wer sich die Remake-Edition kauft, die Remake-Collection für seine PS4, der bekommt einen Zugang zur Multiplayer-Beta von Uncharted 4. Wann diese Multiplayer-Beta startet, ist zwar noch nicht bekannt, aber ich denke, für Uncharted-Freunde und gerade für die, die sich immer gedacht haben, Mensch, ich hätte es ja so gern gespielt, aber ich habe es auf der PS3 verpasst. Ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, das Ganze nochmal nachzuholen, diese Spielereihe. Und ja, auf jeden Fall eine super Ankündigung. Jetzt aber mal weg von Sony und rüber zu den guten Herren von Microsoft, beziehungsweise zu Black Tusk. Das waren die Entwickler von, nicht die ursprünglichen, aber die aktuellen Entwickler von Gears of War. Man weiß das, es ist ein offenes Geheimnis, dass dieses Studio an Gears of War, an einem neuen Gears of War arbeitet. Und jetzt gab es endlich Neuigkeiten, und zwar, ja, es ist soweit, Freunde. Gears of War 4 wird auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft tatsächlich seinen ersten offiziellen Auftritt feiern. Ob das nun in Form eines Teaser-Trailers ist oder einen normalen Gameplay-Trailer und dass es dann Infos gibt oder dass es tatsächlich Gameplay gibt, das ist noch nicht bekannt, dazu hat man sich nicht geäußert. Es wurde jedoch nur bekannt, dass es auf jeden Fall auf der E3 zu sehen sein wird, auf der Pressekonferenz von Microsoft. Und das Studio hat sich jetzt auch passend zu Gears of War in The Collation oder Collision, The Collision, so rum. Sie haben sich in The Collision umbenannt. Ja, also Gears of War, Freunde, freut euch auf die E3. Da gibt's eine Menge zu sehen dieses Jahr, wie man diesen News allein schon entnehmen kann. Weiter zum nächsten Thema. Zu welchem Thema habe ich noch gar nichts gesagt? Ah, die E3. Ja, denn Ubisofts E3-Plan steht fest. Und zwar wurde jetzt bekannt, dass man etwa, wenn man dann das große Glück hat, auf der E3 in Los Angeles anwesend zu sein, im Ubisoft Booth, die Möglichkeit hat, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Unity und Tom Clancy's The Division, ich kann es nicht, The Division anspielen kann. Und es gibt natürlich zahlreiche Neuankündigungen. Wir kennen ja allein, es wird wahrscheinlich wieder ein Just Dance Spiel kommen und so weiter und so fort. Ubisoft ist ja auch gerade dafür bekannt, gerade am Ende der Pressekonferenz nochmal einen Hammer rauszuhauen. Da kann man also wahrscheinlich noch die ein oder andere Neuankündigung bei Ubisoft erwarten. Vielleicht sogar ein Beyond Good and Evil 2 Ubisoft. Wie wär's damit? Das wünsche ich mir schon sehr lange. Die Zeit ist reif. Nein, die Pressekonferenz startet zur deutschen Zeit um 23.45 Uhr, beziehungsweise da beginnt die Pre-Show, und um 12 Uhr geht es dann, also um Mitternacht geht es dann mit der richtigen Show los bei Ubisoft. Wir dürfen also gespannt sein,
was uns da so erwartet. Könnt ihr euch noch an die Ankündigung oder ja, das mysteriöse, den mysteriösen Namen Advent erinnern, der ja in den letzten Wochen so ein bisschen kursiert ist? Es hieß dabei, dass es sich um ein neues Projekt von Take-Two Interactive handeln soll. Und tatsächlich wurde nun enthüllt in dieser Woche, was denn mit Advent eigentlich gemeint ist. Und es war nichts Geringeres als die Ankündigung von XCOM 2. Jawohl, und zwar soll XCOM 2 der direkte Nachfolger des Reboots XCOM Enemy Unknown sein, der ja im Jahr 2012 erschienen ist. Und es gab auch schon ein paar Details zu dem Szenario im Spiel, ein paar Infos. Und zwar haben die Aliens die Erde übernommen. Die Menschen werden durch irgendwelche, ja, Modifikationsmaßnahmen verändert bzw. verbessert sozusagen zu Elite-Truppen, und die XCOM muss mehr oder weniger aus dem Untergrund so ein bisschen so verdeckt agieren, da wie gesagt die Aliens die Erde übernommen haben, und deswegen ist das alles so ein bisschen, man muss mehr auf Tarnung setzen. Das ist eines der Features, die jetzt neu sind bzw. der Gameplay-Mechaniken. Und ja, das erstmal zum Spiel an sich. Und außerdem wurde noch bekannt gegeben, dass XCOM 2 ein reiner PC-Titel wird. Ja, was man jetzt davon halten soll. Es wurde damit begründet, dass man vor allem auf PC-Features setzen möchte. Den PC ausnutzen. Also die Hardware nutzen möchte, und natürlich ist damit das allseits beliebte Modding gemeint. Mehr Infos zu XCOM 2 bekommen wir dann auf der E3. Wo sonst? Also die E3 zieht sich wie ein roter Faden durch diese News-Sendung. Und der Release ist noch in diesem Jahr geplant, und zwar ungefähr im November. Also auf der E3 sehen wir dann mehr zu XCOM 2. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, begeben wir uns direkt in die Short News. Tatütata, Windows 10 ist da. So oder so ähnlich hätte ich das jetzt eigentlich nicht sagen müssen. Aber ja, ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, wenn ihr die neuesten Windows-Updates auf eurem Computer installiert habt, dann findet ihr unten in der Taskleiste ein nettes kleines Symbol, in dem steht Windows 10 herunterladen. Und ihr könnt euch Windows 10 jetzt zur Reservierung bereit machen. Das Ganze sieht so aus, dass ihr einfach auf Reservieren klickt. Ihr gebt eure E-Mail-Adresse an und bekommt dann eine Benachrichtigung von Microsoft, sobald Windows 10 verfügbar ist. Könnt das sofort runterladen und habt es dann auf eurem PC. Das Ganze erscheint im Juni. Windows 10 erscheint im Juli. Und ja, wie gesagt, per Update könnt ihr euch das schon reservieren, und ihr könnt es auch upgraden, also ihr müsst nicht eure Daten löschen und so weiter und so. Ihr wisst Bescheid. Herald ist nicht tot. Ja, das glaubte man ja in letzter Zeit, dass Herald dem Tode nahe ist. Das neue Projekt des Entwicklers Techland, das Ganze hat so ein bisschen an Dark Messiah Might and Magic erinnert, an die früheren Teile. Entgegen der Behauptung, dass das Projekt tot sei, meinte der Entwickler Techland: Nein, wir möchten uns jetzt erstmal bis Ende des Jahres auf Dying Light konzentrieren, dass wir da unsere Community noch füttern. Aber dann kehren wir zu Hellraid zurück. Auf Eis gelegt bedeutet nämlich nicht, dass das Ganze tot ist. Wir schauen uns das Ganze einfach nochmal an, konzipieren da ein paar Sachen neu. Und ja, damit ist der, sag ich mal, Hack and Slash RPG-Titel noch nicht tot. Ärgerliche Probleme gibt es momentan für all die Wahnsinnigen, die sich Hatred holen. Oder holen wollen. Zumindest in Deutschland. Denn versucht man sich Hatred hier zu bestellen, wird das erstmal ziemlich schwer. Das über den Steam Store an sich erstmal gar nicht geht. Aber versucht man dann den Key einzulösen, ja, dann gibt es da ein kleines Geolog-Problem. Und gekaufte Exemplare können nicht aktiviert werden. Ärgerlich für diejenigen, die es sich geholt haben, aber ja, der Entwickler scheint da jetzt nichts vorzuhaben, also Pech gehabt.
Nach der grandiosen Ankündigung, dass es in FIFA 16 jetzt das allererste Mal Frauen geben wird, beziehungsweise die Nationalmannschaften der Frauen, gibt es jetzt auch eine Ankündigung zum Konkurrenten zu FIFA, nämlich zu Pro Evolution Soccer 16. Man könnte ja meinen, dass das Ganze ein bisschen geschwächt ist dadurch, dass sie jetzt wahrscheinlich erstmal demnächst nicht mehr die Fox Engine nutzen können, da der gute Herr Kojima Konami ja verlässt. Aber PES 16 soll wohl am 12. Juni, also schon nächste Woche, angekündigt werden, jetzt in den nächsten Tagen. Mal schauen, was uns da an Infos erwartet und vor allem, wie es mit der Technik aussieht, wer Kommentator ist und so weiter und so fort. Zum Ende kommen wir natürlich, wie immer noch, zu den Game-Veröffentlichungen dieser Woche. Hatred, ich hasse alles, ist diese Woche erschienen, und zwar genau gesagt am 1. Juni. Wie gesagt, es gab ein paar Probleme für Leute aus Deutschland, die sich das holen wollten wegen Geolog, pipapo. In Hatred spielt ihr einen wahnsinnigen Amokläufer, der die Schnauze voll von jedem hat. Wie wir aus dem Trailer entnehmen konnten, interessiert seinen Namen, also der Name spielt keine Rolle, wie er heißt. Der kann Hans Olaf heißen. Ist egal, er hasst alle, er möchte alle abknallen. Das Spiel ist ziemlich umstritten. Eigentlich zu Unrecht, dass, wenn man jetzt das Spiel nimmt, es ist Grütze, tut mir leid, muss ich so sagen, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es diese Woche erschienen ist. Ja, alle Blizzard-Freunde können sich jetzt freuen, denn das gute Heroes of the Storm ist jetzt tatsächlich für jeden verfügbar. Jeder, der das spielen möchte, Heroes of the Storm, das MOBA von Blizzard, der kann sich das tatsächlich runterladen. Ihr müsst euch einfach den Battle.net Launcher herunterladen auf euren Computer, dann ladet ihr euch das runter und freut euch. Es war ja vorher in der Closed Beta, war also nicht für jeden zugänglich, es wurden mehr und mehr Leute nach der Zeit reingelassen, aber jetzt kann es jeder spielen. Und was würdet ihr sagen, ist es eine Konkurrenz zu Dota und Co. oder ist es eher, was nennt es, was man mal nebenbei spielen kann, so, aber keine große Konkurrenz? Das müsst ihr für euch selbst entscheiden, aber wie ich finde, ein recht netter Titel und schön, dass es jetzt für jeden zugänglich ist. Ja, Freunde, und das war schon wieder mit dem News-Rückblick dieser Woche. Es ist eine ganz, ja, ist ganz schön viel passiert. Liegt natürlich vor allem daran, dass bald die E3 vor der Tür steht. Dazu gibt es auch die nächste Woche ein paar Special-Videos von mir, ein paar Preview-Videos, in denen wir mal schauen, was zur E3 so ansteht. Ich werde versuchen, so realistisch wie möglich einzuschätzen, was wir auf den verschiedenen Pressekonferenzen zu sehen bekommen könnten, was da wohl so der Ablauf sein könnte. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Also ihr seht, es ist wieder viel los auf dem Kanal. Falls ihr noch kein Abonnent seid, dann unbedingt abonnieren, um nichts zu verpassen. Und falls euch das Video gefallen hat, sowieso Daumen hoch, sonst Daumen ab. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Krangus.